Männer interagieren untereinander stets animalisch und territorial. Besonders wenn sie sich noch nicht kennen und gerade erst aufeinandertreffen. Das kannst du auch selber beobachten, denn schon während der ersten paar Sekunden werden hier die Hierarchien abgeklärt. Das passiert mit Hilfe von dominanter Körpersprache, einer kräftigen und tiefen Stimme und ja auch mit Hilfe von simpler Angeberei über deine weltlichen Güter im Stile von mein Haus, mein Auto, mein Boot. Es passiert aber nicht zuletzt nonverbal und eben durch deine Statur. Und diese Statur ist im Prinzip dasselbe, was ein Wolf macht, wenn er sein Revier markiert. Und warum tun das Tiere? Na, weil sie keinen Stress wollen und weil alle Grenzen Friedensgrenzen sind. Tiere vermeiden durch diese Grenzen und Reviere Konflikte, die Leib und Leben gefährden könnten. Tiere sind also schlauer als Menschen heutzutage, muss man feststellen. Mein Fazit: Lass dich nicht vom allgemeinen Schwächekult einlullen. Denn der ist leider heute sozusagen diktierte Staatsraison. Eigenschaften wie Dominanz, Selbstdisziplin, Einfluss, Kraft und Gesundheit sind ganz klar Werte, die Frauen bei Männern für attraktiv halten und die anderen Männern Respekt einflößen müssen. Ein starker und ästhetischer Körper, das ist ein sichtbares Indiz, sowohl für Frauen als auch für Männer, dass du all das hast bzw. haben könntest.